Ich zeige euch heute, wie man Judy's Magic Cast-On für den Kragen von der Powder Jacket macht. Dafür brauchen wir unser Garn und zwei sehr lange Rundstricknadeln. Und je nachdem, wie viele Maschen ihr anschlagen wollt, umso länger müssen die Rundstricknadeln sein. Für den Kragen von der Powder Jacket am besten 1 Meter oder sogar 1,20 Meter. Für mein Probeläppchen habe ich jetzt 2x80 cm. So, wir haben hier das kurze Ende von unserem Faden und hier hinten das lange Ende von unserem Faden. Das kurze Ende liegt bei unserem Daumen und das lange geht hinten Richtung Hand. Und jetzt nehme ich hier das kurze und das lange Ende zusammen und halte es mit den Mittelfinger, Ringfinger und kleinem Finger fest, sodass sich hier ein Dreieck bildet. So, das kurze Ende ist nach vorne zum Daumen, das lange Ende ist nach hinten zum Zeigefinger. Ich nehme die beiden Nadeln, die habe ich in der rechten Hand, stecke sie rein, sodass das Garn genau in der Mitte ist und kippe einmal meine Hand, sodass sich eine erste Fadenschlinge bildet. Also von rechts kommen, einmal reinstecken, sodass sich eine erste Fadenschlinge bildet und zwar über der oberen Nadel. Und jetzt geht's los. Jetzt gibt's eine Faustregel. Wir nehmen immer nacheinander erst eine Masche auf der unteren Nadel auf, weil die hat ja noch gar keine, und danach eine Masche auf der oberen Nadel. Für alle Maschen, die wir für die untere Nadel aufnehmen, brauchen wir den Faden von oben. Für alle Maschen von der oberen Nadel brauchen wir den Faden von unten. Eigentlich ganz einfach, ne? So. Und das geht so. Wir holen uns den Faden von oben und gehen dann zwischen den beiden Nadeln durch. Haben so eine Fadenschlinge auf der unteren Nadel. Jetzt wollen wir die Fadenschlinge auf der oberen Nadel haben, also holen wir uns den Faden von unten. Wir nehmen ihn, führen ihn zwischen den beiden Nadeln durch und legen ihn über die obere. Jetzt wieder unten. Wir nehmen die Nadeln nach oben, beide miteinander, legen sie so um den oberen Faden und den oberen Faden zwischen den beiden Nadeln durch, die zweite Fadenschlinge. Jetzt wieder die obere Nadel. Wir gehen mit den Faden zwischen die beiden Nadeln, legen ihn um die obere Nadel und fertig. Wir nehmen beide Nadeln, legen sie so und den Faden führen wir zwischen den beiden Nadeln durch. Wir nehmen den unteren Faden und legen ihn um die obere Nadel. Wir nehmen beide Nadeln und führen den Faden zwischen den beiden Nadeln durch. Und wir gehen zwischen den Nadeln durch und legen ihn um die obere Nadel. Eigentlich ganz einfach, ne? Wir machen wieder untere Nadel und obere Nadel. Untere Nadel, obere Nadel. Untere Nadel, obere Nadel, untere Nadel, obere Nadel. Wir schieben einmal nach hinten durch. Und nochmal untere Nadel, obere Nadel, untere Nadel, obere Nadel und die untere Nadel, die obere Nadel. Mach's noch einmal ganz langsam. Beide Nadeln nach oben für eine Fadenschlinge auf der unteren Nadel, den Faden zwischen beiden Nadeln durch und den unteren Faden zwischen den Nadeln durchführen, um die obere rumlegen und nach vorne. So, wenn ihr das Ganze jetzt umdreht, dann seht ihr hier, dass sich wie so ein kleiner Knötchenrand gebildet hat. Das ist super, genau so muss es sein. Und jetzt mache ich im Schnelldurchgang nochmal ein paar Maschen extra, damit ich euch gleich den nächsten Schritt zeigen kann. Obere Nadel, untere Nadel, obere Nadel, untere Nadel und obere Nadel. So, das sollte jetzt erstmal reichen. So, um
Obere Nadel, wir müssen mit der unteren aufhören, ne? Weil wir haben mit der oberen angefangen. So. Ihr schlagt auf diese Art und Weise genauso viele Maschen an, wie in der Anleitung verlangt sind. Da steht eine Gesamtzahl und eine Zahl pro Nadel. Also habt ihr so viele Fadenschlingen auf jeder Nadel, wie in der Anleitung angegeben ist. Als nächstes müssen wir jetzt diese eine letzte Masche hier, die ja so ein bisschen locker ist, würde ich jetzt mal sagen, sichern. Dafür legen wir das kurze Ende einmal um den Faden rum, um den Arbeitsfaden rum und legen das kurze Ende nach hinten. So, und jetzt sind wir startklar. So, wir nehmen das lange Ende, das immer über unserem Zeigefinger war, nehmen den Faden auf. So. Und jetzt stricken wir als erstes die eben noch untere Nadel. Ne? Das war die untere Nadel. Und jetzt drehen wir die Arbeit einmal so rüber, haben den Arbeitsfaden hier und stricken die jetzt oben liegende Nadel. Ich zeige es nochmal, das war eben die unten liegende Nadel. Jetzt ist es die oben liegende Nadel. Und um diese oben liegende Nadel zu stricken, ziehen wir einfach die unten liegende Nadel nach vorne. Das hat so ein bisschen was von der Magic Loop Methode, finde ich, beim Ärmel, weil man auch die Nadeln immer so zieht. Und wir starten jetzt ganz normal mit einer rechten Masche und stricken als nächstes eine linke Masche, so wie in der Anleitung angegeben, eine rechte Masche, eine linke Masche, eine rechte Masche, eine linke Masche. Eine rechte, eine linke, eine rechte, eine linke, rechts, links, rechts. Noch eine linke Masche, eine rechte, eine linke, eine rechte und eine linke. Genau aus diesem Grund muss nämlich auch die Rundstricknadel so lang sein, weil wie ihr jetzt seht, ist da ganz schön viel drauf. Da sind einmal die unteren Maschen, die wir noch nicht aufgestrickt haben, nicht abgestrickt haben, und einmal die oberen Maschen, die wir jetzt zum ersten Mal schon abgestrickt haben. So, wir arbeiten in Runden, das heißt, mein Arbeitsfaden bleibt an meinem Finger, wo er hingehört. So, wir ziehen die obere Nadel so weit nach hinten, dass man die Maschen vorne hat und ziehen die untere Nadel raus. So. Und weil wir hier jetzt eine gerade Anzahl an Maschen haben, fangen wir mit einer linken an. In der Anleitung würdet ihr mit einer rechten Masche anfangen und ihr strickt einfach rechte und linke Maschen. Immer abwechselnd wie im Bündchenmuster. Was euch vielleicht jetzt schon auffällt, an der Anschlagkante ganz oben treffen die rechten und die linken Maschen nicht ganz exakt aufeinander. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil das die Kante ist, an der wir am Ende unser Strickstück ja sowieso umklappen. Und deshalb ist das in Ordnung. So, wir haben jetzt die zweite Reihe abgestrickt, würden die erste wieder zurück auf die Rundstricknadel ziehen, den Faden schön fest anziehen, damit sich das Strickstück schon jetzt Richtung Runde schließt und das vorne eine saubere Kante wird. Und wir legen wieder los und stricken eine rechte. Hoppala. Und eine linke. So. Und genau auf diese Art und Weise strickt ihr jetzt den Kragen quasi in Runden. Die Anschlagkante von Judy's Magic Cast On wird zu eurer Umklappkante. Und der Kragen wird quasi in Runden so hoch gestrickt, wie es in der Anleitung steht. So. Linke, rechte und eine linke. So.
Hier würde man dann umklappen und dann eben in Runden immer hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter stricken. Und so bildet sich von Anfang an ein geschlossener Kragen. Viel Spaß damit!